Ah, da vorne kann ich was mitnehmen. Das machen wir. Irgendwas? Ja, die beiden prügeln sich. Ja, ist okay. Soll sie ruhig. Ich meine, der Krieg ist vorbei. Sie prügeln sich. Alles gut. Da kommt eine Sperrzone. Sehr schön. Genau das, was man so haben mag. Ein einzelner Wahnsinniger. Sequenz Nummer 3. Starten wir die Mission doch einfach. Und trinken noch einen Schluck. Gentlemen! Wie es bei uns der Brauch seit jeher verlangt! Stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen, sondern nur gemäß unseres gemeinsamen Wahnsinns. Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Wer dagegen ist, pinselt nay. Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Winselt nay. Ja, das ist, glaube ich, die Überredungskunst. Ja, Pistolenmunition 1 können wir herstellen. Auch sehr schön. Sollte ich vielleicht eben fix machen. So, Edward Upgrades, Herstellung. Vor allem, ich kann das Gesundheitsupgrade 2 herstellen. Das ist viel besser. So, Beutel für Personenmunition haben wir auch sehr genug. Hier konnten wir auch irgendwas, aber das kostet, glaube ich, alles zu viel Geld. Ja, ich lager für da und so. Okay, kann ich gerade nicht herstellen, weil ich nicht an Bord bin. Den Dschungel durchqueren, aber nicht entdecken lassen. Achso, nicht kämpfen, sagen wir es so. Und es kann gut sein, dass wir dann vielleicht doch nicht das optionale Missionsziel erreichen, weil ich kenne mich doch. Okay, nehmen wir das weg. Deswegen lässt man bei seiner Festung niemals die Baugerüste selber noch entstehen. Irgendjemand könnte daran rumklettern. Oh, nice. Da unten war doch die Truhe. Wieso habe ich die Truhe nicht? Okay. Das funktioniert sowieso nicht. Na, da oben komme ich auch nicht hoch. Alles klar. Eine unkletterbare Passage. Das ist ja mal toll. Komme ich denn vielleicht
ich auch nicht, dass ich das da schaffe darüber. Ja, komm, dann müssen wir da später vorbei. Wir halten hier nur die ganze Invasion auf. Und Invasion aufhalten ist doof. Und unser zweiter Vorname. Und vielleicht schaffen wir es auch einfach. Sehr schön. Gefällt mir. Schönes Detail für die Mission. Ja. Und hier auf dieser Höhe ist dieser Schatz. Dann wäre ich von da unten eh nicht runtergekommen. Ich will da nicht hoch. Darüber. Damit wir dann hier direkt weitermachen können. Ich wollte nämlich nicht da runterfallen und dann Dinge tun. So, den ganzen Weg nochmal machen, das ist eher doof. Ist das doch garantiert ein Aussichtspunkt, oder? Nein. Komm. So hoch war die Klippe jetzt nur auch nicht, dass du dich runterhangeln hättest müssen. Kommen Sie mal her, junger Herr und Spanier. Dein Monatslohn brauchst du auch nicht mehr. Die ballern schon auf irgendwas, das ist ja sehr nett. Danke. Verdammt. Okay. Da ist er nur um den Baum gegangen. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Naja, egal. Haben wir halt die Bonusmission nicht. Wichtig ist, glaube ich, dass wir die Hauptmission schaffen. Vor allem jetzt kann ich mich auch ganz ruhig den anderen Teilen hier noch mitnehmen, den wir unterwegs begegnen. Wie zum Beispiel diesem hier. Huch. Michael Revello. Hallöchen und vielen Dank für dein Follow. Freut mich sehr. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hattest was Anständiges zu essen und einen guten Tag. Ob der ist da oben irgendwo? Da kommen wir nicht dran. Weil der ist nicht da oben irgendwo, sondern. Hier. Komm. Morgen geht es übrigens weiter mit Assassin's Creed Black Flag. Auch so ab 19, 20 Uhr rum. Also vermutlich eher 19 Uhr, so wie ich mich kenne.
Und am Tag danach, komm ich da hoch? Ja. Am Tage danach, am Mitte Woche, spielen wir Sea of Thieves. Zu dritt oder viert. Okay, da komme ich hoch, aber ein Stück höher nicht. Muss ich vielleicht hier drauf? Also es sind tatsächlich Piratenwochen. Auf meinem Kanal im Moment. Weil nächste Woche geht es dann auch weiter mit dreimal Assassin's Creed. Montag, Dienstag, Donnerstag. Und einmal Sea of Thieves. Mittwoch. Ich würde behaupten, es ist machbar, hier auch ohne Kämpfe durchzukommen, aber dafür muss man halt nicht so blöd sein wie ich. Oh ja, jetzt müssen wir auf die andere Seite. Ich vermute mal, wir müssen hier hoch, weil wir da bei der Klippe ein bisschen sterben werden. Wenn wir es da versuchen. Und was du nicht siehst, und das will ich haben. Ein weiteres Fragmento. Kommt der Dickere da auch hier vorbei? Das wäre super. Nein, tut er nicht. Aber wenn er jetzt gleich hier vorbeikommt, kann ich mir schnappen. Dann brauche ich nicht bekämpfen, das finde ich auch sehr gut. So. Weil der ist eigentlich sehr einfach. Weil die brauche ich nämlich nicht blocken oder so ein Scheiß. Wie geht's da hoch? Ich habe keine Ahnung. Dann lassen wir halt lieber. Hopp. Dann lassen wir den Idioten da oben halt liegen, ist mir auch egal. Ah, da ist ein Fragment, das will ich trotzdem haben. Kletter. Ich bin mir sicher, wenn ich da oben an das Fragment komme, weiß ich auch nicht zu dem Typen da oben hochkomme. Ach komm. So. So komme ich auch zu ihm hin.
Nein. Wer wollte denn da bitte hinspringen? Warum? Da springst du 20 cm daneben. Ja, genau, dahin. Danke. Komm. Es ist doch eine recht lineare Mission für Assassin's Creed. Ich lasse mich nicht als Idiota beschimpfen. Zumindest nicht zweimal von der gleichen Person. Sowas würde, glaube ich, nicht als Kampf zählen. Ja, ich könnte das Festland in die Luft jagen, aber für einen Typen. Schön die Lukas auf aufspielen. Ah, alles klar. Was mir da so einfällt. Da sind ja nicht blaue Punkte auf der Map. Was sind das für blaue Punkte? Okay, dann ist nochmal. Hier hinten ist auf jeden Fall ein Aussichtspunkt. Den besteigen wir jetzt nochmal ganz kurz. Ich weiß, es ist mitten in der Hauptmission und überhaupt, keine Ahnung, und hast nicht gesehen, aber... krass. Gut, den besteigen wir doch noch nicht. Ich habe es mir gerade spontan anders überlegt. Ach, verdammt. Okay, der hier war einfach. Den habe ich hier nur angestupst.